Emilianae huxleyi ist eine Kalkalge. Sie sind zwar winzig klein, aber sie sind eben sehr häufig und dadurch haben sie eben auch eine hohe Bedeutung. Sie bilden riesige Blüten, die kann man auch vom Weltall aus sehen. Und wenn Emilianae Blüten bildet, dann emittiert sie ein Gas, was wir als den typischen Meeresgeruch wahrnehmen. Und jeder, der das schon mal gerochen hat, hat wahrscheinlich Emilianae schon mal gerochen. Das Besondere ist, dass sie eine Kalkschale um sich bildet, aus kleinen Plättchen. Sie sieht aus wie ein kleiner Fußball. Und wenn sich dieser Kalk mit der ganzen Organik, die im Meerwasser rumschwirrt, verbindet, dann werden diese Aggregate, die sich bilden, relativ schwer und sinken dadurch auch relativ tief in den Ozean. Das heißt, wenn jetzt Emilianae Photosynthese macht, in der Oberfläche, also CO2 aufnimmt und dann tief in die Tiefsee sinkt, dann ist dieses CO2 erstmal weg. Und das ist sehr wichtig für die Regulation der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Wir glauben, dass es schwieriger wird, im Zuge der Ozeanversauerung Kalk zu bilden, weil sich der pH im Ozean verringert. Und mit dem Problem muss jetzt auch eine Kalkalge im Ozean umgehen. Wenn es saurer wird, dann wird es für sie wahrscheinlich schwieriger, Kalk zu bilden. Für unsere Experimente im Labor haben wir einzelne Zellen in Seewasser inkubiert und haben dann eben auf physiologischer Ebene untersucht, wie die Ozeanchemie der Zukunft das Wachstum, die Kalkbildung, die Photosynthese beeinflussen wird. Ja, die Experimente haben uns gezeigt, dass die neuen Bedingungen, die durch Ozeanversauerung entstehen, die Alge kann sich an diese Bedingungen zum gewissen Maße anpassen. Allerdings das Problem bei diesen Experimenten ist, dass die Evolution stattgefunden hat in einer Umgebung, die für die Alge eigentlich unnatürlich ist, denn es war eine Reinkultur, es war nur diese Alge und in der Natur sind andere Organismen mit im Spiel. Also die Feldexperimente, die wir gemacht haben mit Emilianae, haben wir in Regionen gemacht, wo sie natürlicherweise vorkommen. Und wir haben sie dann einfach untersucht, indem wir Mesokosmen, das muss man sich vorstellen wie riesige Reagenzgläser, 20 Meter tiefe Röhren mit einem 2 Meter Durchmesser, die abgeschlossen werden von der Umwelt, also man macht die zu und hat damit sozusagen ein isoliertes Ökosystem auf kleinerer Ebene natürlich, aber immer noch relativ groß im Vergleich zu dem, was man hier in Flaschen machen kann, und haben dann verschiedene CO2-Konzentrationen in diesem Ökosystem simuliert. Was wir dann gesehen haben, war, dass sich die Zellzahl über die Zeit ganz anders verhalten hat unter Ozeanversauerung. Und zwar waren die Blütenentwicklung, also die sprunghaften Anstiege von Zellzahlen von Emilianae viel geringer unter Ozeanversauerungsbedingungen. Das heißt, die konnte nicht mehr diese Blüten bilden, für die sie eigentlich bekannt ist und die man auch vom Weltall aus sehen kann. Wir können unsere Experimente interpretieren, wir können sagen, wir haben in Zukunft weniger Emilianae huxleyi Blütenbildung, damit weniger Kohlenstofftransport in die Tiefsee, damit höhere CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Also diese Zusammenhänge können wir natürlich machen. Ob die eintreffen werden, würde ich mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Der Organismus kann sich ja anpassen, das haben wir ja selber gelernt. Und er hat uns schon sehr häufig überrascht. Also es wäre nicht verwunderlich, wenn es am Ende dann doch anders käme.